Also, was wir ist? Machen einen Film über die Grenze. Ich bin zu alt. Super. Und? Alles in Ordnung. Was ist alles in Ordnung? Essen, trinken. Österreich ist auch schön alles, nicht wahr? Wir sind zufrieden. Sie sind aber momentan gerade in Tschechien. Ist das auch gut? Ja. Na ja. Wie man es nimmt. Wieso? Wir machen Leute aufnehmen. Wie nehmen Sie es denn auf? Mittel. Jetzt haben wir 50 Jahre nicht rum dürfen, jetzt müssen wir es ausnutzen. Ja. Die nächsten 50 Jahre, wer weiß, ob wir noch so lange da sind. Und kommen Sie öfters her? Seit 4 Jahren schon. Ja, wieso denn? Weil ich gerne herfahre. Was ist da nett? Also mir gefallen die Leute und alles. Also nicht nur wegen kaufen das kann. So auch. Mir gefällt die ganze Kultur so. Also. Warum sind Sie da? Ja, gerne, weil es so billiger ist, wenn man gut essen kann. Aber leider Gottes keine Zigaretten mehr nehmen kann. Das, wegen dem fahre ich um. Aber wegen dem Essen. Ne? Ein bisschen was einkaufen, mehr mache ich nicht. Ja. Und haben Sie irgendwas, ärgert Sie was? Ja, eigentlich irgendwie ja. Seitdem, wo es da keine Zigaretten mehr gibt, wo man wenigstens Anstangen mitnehmen darf oder tiefen hat, ne? Jetzt nur mehr 25 Schiegeln, also das geht sich nie aus. Und warum glauben Sie, ist das so? Na, ich kenne mich auf der Politik nicht aus. Also ehrlich, ich kenne mich nicht aus auf der Politik. Weil, wenn ich sage, das geht auch so, machen die sowieso, das ist auch so. Und das haben die beschlossen und das bleibt auch so. Und das ist die ganze Sache. Ne? Servus, Alter, erst. Die richten uns aus in Österreich, die sagen, die Beilen, die werden fort nachher einkaufen. Aber da ist billiger, nicht bei uns. Nein, bei uns sind es Bürger. Die ganze Regierung kennt den Arsch. Halt das nur fest. Und Sie fragen nicht, warum wir rauffahren? Oh ja, warum fahrst du denn rauf? Warum? Ja. Weil in Österreich alles so sehr teuer ist und ich mit meiner Pension eigentlich mir gar nicht viel mehr leisten kann, weil uns alles die Regierung wegnimmt und besonders den Pensionisten. Endlich kann ich es einmal sagen. Weil für die Pensionisten tun sie überhaupt nichts. Und da sagt der österreichische Staat, ich soll zu Hause bleiben. Also wenn ich die Gelegenheit habe zu fahren, dann fahre ich woanders hin. Was wir gemacht haben da? Ja. Gegessen haben wir gut und Zigaretten haben wir gekauft. Und wollen wir es verzollen, kommen wir noch alle billiger, weil heute ist in Österreich um einen Schilling wieder teurer und Zigaretten. Ja, ist das nicht. Ja, ist eine Katastrophe. Wir sind erschüttert, dass es so ist. Erschüttert. Und das Volk rührt sich nicht, das Volk sollte aufstehen. Was sollte man denn machen? Na, zusammenhelfen. Das Volk braucht nur zusammenhelfen. Einer alleine kann nichts machen. Aber in Österreich scheint es angeblich wirklich noch gut zu gehen, sonst hätte er sich das nicht gefallen lassen. Nicht? Unser Geld, unser Teures wird verschenkt, hergegeben, das stimmt. Der Herr Franz Frenitzky fährt hinunter nach Albanien, schickt 120 Millionen Schilling her, unser Geld. Und dann, wenn wir spenden sollen für die ganzen anderen Länder, die arm sind, dann wirklich arm, dann wird nur von unserem Geld, von unserem Steuergeld aufgestockt. Und wir sind dann so ein kleines Land auf der Welt. So ein kleines Land sind wir auf der Welt. Da stimmt doch irgendwas nicht. Und was stimmt denn nicht? Nicht die ganze Politik. Das ist ja eine Korruption, das sage ich laut und deutlich. Und Gott sei Dank hoffe ich, sind wir in einer Demokratie, dass mir niemand das einen Strick drehen kann. Weil ich würde mich sehr schwer wehren. Aber wahrscheinlich bleibe ich über.
Also dann, ich glaube, so habe ich eh das meiste gesagt. Gut. Und wenn ich nicht überrascht gewesen wäre, hätte ich mich noch mehr vorbereitet. Wiedersehen. Wiedersehen. Und wie kommen Sie denn hierher? Zu Fuß, ich wohne nur 200 Meter von der Grenze. Warum kommen Sie da her? Ich habe ein Gulasch gegessen und zwei Salbier getrunken. Und ist das billiger da? Oh, um die Hälfte circa. Die Malbau kostet 15 Schilling. Unser Backel 3er kostet 27 Schilling. Das ist doch gut, das Lahm der Teier an der Grenze. Ja, das ist ein Lohn, ja. Eben, das ist das einzige Gute. Aber für Lahm ist es nicht gut. Der hat die ganze Wirtschaft zusammen bei uns allein. Also, das bringt nur Defizit. Der, was hat die Wahnsinnsidee gekommen ist zur Grenzeröffnung, der muss einen Porsche haben. Ich kann nichts dafür, mein gesunder Amor, der hat mir auf der Welt lieber wie das ganze Geld. Und klopft dann und wann, versucht bei mir an, das ändert nichts, mein Sinn, ja, ich bleib, wie er, ich bin. Von wo kommt's denn? Strebersdorf. Aus Strebersdorf. Und wie kommt's hierher mit dem Bus? Autobus. Ja. 110 Schilling. Das ist, rentiert sich das? Rechnet sich das? Nein. Und billig essen? Für mich? Also, gehen wir Mittag essen? Wohin geht's ja denn essen? Da, der um die Ecken. Ist das billig? Einmal, gut. Das ist eine Wiener Küche. Wiener Küche. Einmal. Was essen wir? Ich esse heute einen Pariser Schnitzel mit Reis. Pariser Schnitzel. Wodka und. Ja, klar. Wodka. Der Autobus geht 110 Schilling. Birnberl ist Kirschen und Kirschen sind sie jetzt. Und jetzt wächst mir der Schnittling schon zwischen zwei Wirtshäuser. Bin ich gegangen, weil ich kommt auf den Grund durch. Auf ein Rußbrot und frissen, ein Kipp wird nachgewürzt. Also meine Herrschaften, nicht besser. Ich bin immer gut aufgelegt. Immer. Versteht ihr? Wiederschauen. Danke. Grüß Sie, und was machen Sie heute da? Wie? Was machen Sie denn heute da? Ja, ich werde hier fahren. Ne? Ich bin der Ort gekommen, wo du da. Ne? Von daheim, ne? Von wo kommen Sie denn? Schwächert. Schwächert? Ja. Sind Sie ganz alleine unterwegs? Wie? Sind Sie alleine unterwegs? Ja, in der Ferien fahren wir fort, auf den Tag fahren wir heim. Ne? Was haben Sie denn gemacht alles heute? Ja, essen gehen, spazieren gehen. Ne? Machen Sie das oft, solche Fahrten? Ja, im Monat zweimal, jeden Fall. Ne? Weil ich Feierabend tue, ne? Das ist super. Ich komme eigentlich nur die Leute, ne? Was mache ich daheim? Fernsehen an und dann ins Bett fahren. Ne? Das ist Fahrt, gell? Ja, hä? Kommen Sie gern daher? Ja, sehr gern. Sehr gern. Das braucht schon mal. Na, Wahnsinn. Na. Haben Sie das Tschechisch gern? Was? Das Tschechisch haben Sie gern? Ja, ja, ja. Den sehr gerne, aber. Verstehen Sie ein bisschen Tschechisch? Nein. Aber nur. Mein Vater ist ein Ungarer. Mein Vater. Aber ich habe ihn einmal gesehen, von meinem ganzen Leben. Okay. Das war mein Leben. Ich lebe dann auch, dass ich nicht weiß. Ich muss gehen, die gehen schon hin. Ne? Die gehen schon hin. Jetzt komme ich im Fernsehen, ne?
Da muss man meiner Freundin mit so einem Auto reinkommen ins Fernsehen. Der ist am Rädern. Was habt ihr gemacht heute alles? Ja, essen, meine gehen lassen, Friseur. Ja. Ah, deswegen habt ihr so kurz. Wir sind ein Sozialstaat in Österreich. Bei uns wollen sie ja nur die Politiker groß das Butter aufschreiben. Die Kleinen werden geschröpft. Die Kleinen. Und sie streichen sie den Butter auf, also der Kleine ein bisschen was kaufen will. Ja, und daher, Finanzminister alle. Wir sollen ja bei der Wahl die Gurken geben wir mal. Kaufen sie ja nur die kleinen Leute was, was ein bisschen nicht viel Renten haben oder was auch, der Pension. Aber sie streichen sich ins Butter auf. Wenn ich ehrlich war, einer genügt. Bundespräsident Wicker, der ist für einen Hugo. Nicht? Einer soll das machen. Wer? Na, Kanzler, oder was weiß ich. Oder wir gehen wieder zu einer, zu einem Kaiserreich zurück. Hättest du gerne einen Kaiser? Das ist jeder Zeit. Aber nur sagen die Leute nur, du bist der Deppert. Was dann mit einem Kaiser? Nicht? Wie sollte der Kaiser sein? Naja, fürs Volk wieder. Nicht? Dass er halt da stehen wir hinter ihm und das fertig. Der diktiert das und das. Weil heute bringt es ja sowieso nichts. Wenn man da schaut, was wir nicht Kasper, was wir haben in der Politik, das bringt ja nichts. Nicht? Die nehmen ja das alles gar nicht so ernst. Nicht? Die Politiker, die versprechen und halten es hinter Rucks, halten sie das nicht. Und das ist das Traurige. Nicht? Ich fürcht das, dass das Land nicht mehr lang existiert. Also was existiert. Was werden wir da? Was? Was werden wir da? Der Land wird noch mal weggradiert. Und sind Sie öfters da Händel essen? Ja, ja. Und schmeckt wirklich gut. Weil es nämlich wirklich saftig und wach sind. Und weil es wirklich, sagen wir, gut gewürzt sind. Wie oft sind Sie da? Na, ich bin fast jeden Tag da, weil es mir wirklich sehr gut schmeckt und weil es auch billig sind. Was kostet es? 24 Schilling. Aber voriges Jahr haben sie 220 Schilling gekostet und da haben sie sogar zwei Stückchen Brot und zwei Gurken ganz kostenlos dazugegeben. Und heuer ist aber pro Brot ein Schilling dazugekommen und pro Gurken 1,50 Schilling. Ne? Also das sind schon österreichische Preise. Aber ich bin überzeugt von diesen Händeln. Und weil es ja nicht weit ist, die 2 Kilometer oder 1,5 Mineral ist eher ein guter Sport. Und kann man sich gleich die Händel wieder runtertreten. Ne? Sind Sie mit sich und dem Leben zufrieden? Oh, was soll man sagen? Ja. Ich wäre zufrieden, wenn es keine Politik und keine Religion gäbe. Ja. Politik und Religion hauen in Österreich fest rein. Und machen die Menschen ja unzufrieden. Machen sie ja unglücklich. Man muss das vergessen und man muss einfach ein Hinterlissen und ein fröhlicher Mensch sein und weg von Religion und Politik. Und was muss man vergessen? Na, weg von Religion und von Politik und weg von diesen Sachen, die sie uns eingebrockt haben. Was machen Sie denn heute hier? Gar nichts, ich war in Bemmen. Was haben Sie dort gemacht? Verwandte besucht. Aha, und sind auf der Durchreise? Ja, jede Woche. Jede Woche? Ja. Sind das so liebe Verwandte? Lieb, lass mal das. Verwandte. Und jetzt so diese Grenzsituation gefällt Ihnen? Ich bin schon so alt, ich kenne schon so viele Grenzen.
Ich bin schon einmal dort rausgeschmissen worden und dort rausgeschmissen worden. Wann sind Sie da rausgeschmissen worden, Herr Bur? Da 38 und da 34. Da waren Sie aber noch ein junger Pup, ja. 34. Ist die ganze Familie rausgeschmissen worden wegen Umtrieben, sozialistischer, und dort sind sie rausgeschmissen worden, weil es Deutsche waren. Deutschsprachig. Na, 45, ne? Nicht 38. Ja, 38. 45 sind die Sudetendeutschen rausgeschmissen worden. Die Deutschbäm sind rausgeschmissen worden, 38, weil die Franzosen und Engländer den Garantievertrag nur dann gegeben haben, wenn die weg sind. Wo seid ihr damals hin? Igla. Wo seid ihr damals hin? U-Boot. Ja? Wieder da, dorthin? Ja. Aha. Den ganzen Krieg U-Boot? Den ganzen Krieg U-Boot. Noch nicht so stark U-Boot. Zum Militär haben sie uns schon genommen. Da war es gut genug. Da waren wir gut genug. Für Uniform waren wir deutsch genug. Nur für Staatsbürgerschaft waren wir nicht deutsch genug. Grüß Gott. Was haben Sie denn heute gekauft? Mehlspeise. Mehlspeise? Ja. Ja? Es ist Wochenende. Und so will ich noch ein Händel. Später. Und nachher übersehen, was übers Wochenende kommt. Und morgen Grand Prix, Ausschauen, ansehen. Und das Wochenende ist wieder vorbei. Fahren Sie alleine, oder? Bitte? Sind Sie alleine hier oder mit Familie? Ja. Nein, ich bin alleine hier. Ja, warum denn das am Samstag? Na, ich wohne alleine. Ich habe Wohnung und bin alleine. Wo wohnen Sie? In Lauterberg, Blockhaus. In einem Blockhaus? Ja. Und wie geht es Ihnen so alleine? Ja, man muss zufrieden sein. Was sind Sie denn vom Beruf? Glasherr. Ja, Schäbe. Die haben Sie alle gemacht da? Nein. In Österreich. Also gleich. Ich leider da. Hab das gemacht. Und geht's Ihnen gut? So? Ja. Persönlich? Kein Problem. Ist das angenehm, dass man jetzt so herfahren kann, einkaufen kann? Ja. Super. Man muss raus aus dem Haus. Sehr so viel wie spazieren gehen, anschauen. Passt alles. Und wie kommen Sie hierher? Zu Fuß, oder? Zu Fuß. Wo ich wohne. Das heißt so viel wie, wenn ich drüber gehe und wieder durchgehe, nicht einmal eine halbe Stunde. Das ist praktisch, gell? Ja. Aber in dem Fall, weil ich länger herüberbleiben will, dann dauert es halt länger. Was kauft ihr euch heute? Wir haben da schon 14.000 Schilling gegeben. So viel? Früher haben wir 14.000 haben wir da schon gegeben. Wieso? Wir glauben, dass wir selbst zu Zahn fahren und so viel Güte und so viel Sachen gekauft haben. Wie viele Zwergern habt ihr denn schon gekauft? Reh, Hund, Windmühlen, Zwerger. Ich sag um 14.000. Okay, hier. Wohin fahrt ihr heute noch? Nach Oberwart. Große Stadt. Du bringst ja nichts zusammen. Was soll ich denn machen mit dir? Die Frau ist schon geduldig. Die ist ja nicht neugierig. Na ja, was? Na, wie? Ja. Ja, wir wieder um aus. Wir kaufen schon ein Wort. Du, jetzt hast Blitz. Jetzt ist was geworden. Jetzt hast Blitz.
was willst du? Was machen? Gar nichts, du hast nichts. Was muss billiger werden. Erst nach dem Essen kauft man was. Da seid ihr billiger. €600. Ja? Genau, genau. Ja. Und die und alles und das lecker. Und das Winterradl, 600 Schilling. Lass uns schauen. Oh, Papa. Ja. So eine 600 Schilling. Das ist hier größer wie ein Wiener. Nein, nein, das ist nicht aber groß. Aber nicht kleiner. 600 Schilling, gibt's noch nicht. Und es ist schön, so die Sammlung zu vervollständigen. Ja, ja, das ist mein Hobby. Das ist viel Geld. Ja? Sehr ich komme nicht ganz hin. Da haben wir auch schon gesagt, da liegen 1000 auf der Erde, aber das macht nichts. Das ist mein Hobby. Was haben Sie denn schon alles zu Hause? 105. 105? Ja. Haben Sie einen großen Garten? Nein, schon. Nein, groß nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt, ich habe nicht viel zu machen. Ich brauche nur Gießen und sonst nichts. Aber ich sage halt das so. Ich gehe zu keinem Heirichen. Der andere bringt das an und ich kaufe mir das. So, nein, schon so ist das. Ja, das ist der Bergbauer. Da okay. Jetzt ist auch das noch dazu. Nein. Ich hoffe, es hat gern gekriegt. Ich komme eh wieder. Nein, das ist der Wahnsinn. Das ist eher 20 Jahre. Das ist der Wahnsinn, der Corona. Na gerade, was ist? 20 ist 20. Was ist 100 Sie ist 100. Ist schon gut. Ist schon gut. Ich bin mit den Zöllnern, mit den Tschechischen sehr gut. Ich war schon drin und habe mit einer getrunken. Wenn er gesagt hat, jetzt reicht es, sonst fahre ich über die Teerbrücken rein, beim Heimgehen. Das hätten sie mir noch mehr eingeschenkt. Viva Roma Wodka. Das ist der Wodka, der was, kein tschechischer Wodka. Der tschechische Wodka ist eh nicht gut, das ist ein polnischer Wodka, der Viva Roma. Das ist aber ein weiter Weg dann, wenn man so viel Wodka trinkt. Ja, jetzt sage ich, jetzt reicht es, sonst fahre ich beim Heimgehen über die Teerbrücken rein. Obwohl die Teerbrücken eh relativ sicher ist, weil es ist dann eben ein Hochwasserschutz. Der ist schon unter meinem Urgroßvater gebaut worden. Mein Urgroßvater war der Obmann von Wasserbahn Klar. Michael Brandhuber. Das, auf der Seite, der ist nie mehr übergegangen, seit mein Urgroßvater den Hochwasserschutz gebaut hat. Da muss es keinen einzigen Arbeitslosen in Lage geben, weil die waren alle beschäftigt beim Wasserverband. Und sind Sie schon öfters den Damm runtergefallen? Ich bin da überhaupt nie runtergefallen, das wundert mich, weil ich. Warum? Wundert Sie das? Weil ich schon zweimal im Mühlbach reingefallen bin, am Seitenraum von der Teier. Einmal links neben der Brücke vorbeigegangen und einmal rechts. Heißt der? Ja, heißt Bela, so ein Ungarer. Und sind Sie zufrieden heute mit ihm oder ein bisschen unglücklich? Nein, heute nicht, wenn ich da rein schaue. Wieso, was hat er noch angestellt? Das Brathändl hat er zusammengefressen. Hätte es für Sie gehört? Ja, sicher. Wie viele Brathändeln haben Sie sich denn gekauft? Ein ganzes. Und gibt es noch irgendwelche Reste davon? Ja, ich hab noch nachgeschaut, aber die leeren Papillen liegen da drin. Ich lasse das süße Frau schauen, weil das ist ihr Liebling. Ich greif's nicht einmal an, den Karton. Müssen Sie sich wieder ein neues Händel kaufen? Ja, das muss ich bis in den Stadt rein. Das Brathändl kriege ich da gleich. Aber das gibt es bei uns in Österreich. Halt geräucherte Hühner. Ich weiß nicht, wie gut. Da muss ich durch die Finger schauen. Aber Mamas Liebling. Ja. Dass du ja nicht aufstehst. Ja. Na, schon innen so. Was brauche ich denn dazu? So? Meine Händel kannst du schon denken. Na wunderbar. Du Haben Sie es geschmeckt? Da kommt es auch weiter gar nicht.
zwei so große, halbe geräucherte Händel. Fuhr die haben schlechte Händel. Das war jetzt mal wichtig, gell? Ganz ein braver Punkt. Das will man heute nicht mehr anschauen. Ja, wird ihn denen wieder verzeihen. Er wird das Kopferl schief halten und die Zungen raushängen, gell? Und dann ist alles wieder gut. Na. Aber das Händel gibt er nicht mehr her, glaube ich. Das macht nichts. Das ist auch sehr gut. Er gesagt. Ich bin extra mindestens zwei da. Also bis zum Stadtanfang rein zu Fuß gerannt wegen dem blöden Händel. Und jetzt hat der Hund gefressen. Hauptsache, es hat geschmeckt, gell? Vater, was sagst du dazu? Der Mieb ist für heute erkaltet. Sonst hätte er noch spazieren gedürfen mit mir, aber nichts. Falls es eine Firma gibt, eine Hundedosenfirma oder was, die können einen sponsern, das macht nichts. Er frisst alles. Ist das gut, Schatz? Schau mal. Jetzt. Das ist was hat er lieber, das österreichische oder das tschechische Schlager? Keine Frage, das sehen Sie ja. Mit dem österreichischen Bürger schon am Töller. Ja, ein Kickerl wurscht. Chibi, ich bin der Arbeitslose, Notstandshilfe. Also ich kann mir da billiger einkaufen wie in Wien. Also der eine Tag, sagen wir die 100 Schilling fort, ist obligo, aber ich kann mir einkaufen. Was kaufen Sie denn immer ein? Ja, ich kaufe mir so ein Kilo Fleisch. Und was ich so heute brauche. Was haben Sie denn heute gekauft? Heute habe ich einen Rostbroten gekauft, ein Kilo. Und jetzt kaufe ich mir noch eine Stange Zigaretten, die tue ich versteuern, dass ich keine Beschwerden habe. Und dann Schnaps kaufen wir dazu. Wie lange sind Sie denn schon arbeitslos? Nein, ich bin jetzt so 8 Jahre. Lang? In der Notstandshilfe. Also Pensionsvorschuss, Notstandshilfe. Und was machen Sie vom Beruf? Fensterputzer. Also Hilfsarbeiter praktisch. Ne? Weil Fensterputzer, das ist kein Beruf mehr. Wie alt sind Sie denn jetzt? Na, jetzt werde ich demnächst 58. Sind Sie allein zu Hause, oder? Nein, ich war, sagen wir, 3 Jahre verheiratet. Meine Frau hat sich dann scheiden lassen, weil sie die Staatsbürgerschaft gekriegt hat. Das hat sie nicht mehr. Die hat sich scheiden lassen und hat 2 Monate später einen Türken geheiratet. Was kann man dagegen tun? Waren Sie damals traurig? Nein, überhaupt nicht. Sobald sie ausgezogen ist, da bin ich sofort angesoffen, da war ich pumpnagel zu. Dass ich endlich los geworden bin. Ja, nein. War das, das keine große Liebe von Ihnen? Na, von ihr nicht. Und von Ihnen? Von mir schon. Weil ich für sie wirklich alles gemacht. Träumen Sie noch von einer neuen Frau oder von irgendwas anderem? Um Gottes Willen. War die Enttäuschung so groß, gell? Nicht wegen der Enttäuschung, aber wegen einem Prinzip.
Was machen Sie denn heute? Heute? Ja. Heute, wenn ich heimkomme, tue ich mich reinigen und dann mache ich mir ein bisschen was zum Essen. Eine Kleinigkeit, weil ich habe den ganzen Tag da nichts gegessen. Wieso weil wenn nicht? Ich mit dem Auto was esse ich nichts, weil ich tue mir das selber kochen, alles, was ich essen tue. Gell, wieso? Ja. Weil dann weiß ich, was im Essen drinnen ist. Also sind Sie misstrauisch, gell? Na, misstrauisch, aber ich muss mich gesund halten, weil ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Ne? Ja, jetzt sind Sie. Aber kriege ich ein Honorar? Nein, das glaube ich nicht. Boah, ja. Sonst ich würde sie gerne mal zum Essen einmachen. Ja, wieso denn? Haben Sie keine Frau zu Hause? Nein, die ist gestorben im Sommer. Aber oje, wie, wieso? Was, ich sage, ja? Wieso? Na, was soll die machen? Ja. Kreislauf und Herz und das. Ja. Und jetzt sind Sie allein nicht, gell? Ja. Wissen Sie was? Wir hauen uns auf ein Backe. Ja, das wird der Sender. Wissen Sie was? Sie sind ein typischer Kärntner. Wissen Sie, ein Kärntnerblut ist keine Nudelsuppe. Aber eines will ich sagen: Pass auf, dass nicht stolpern anfängst, wenn es rückwärts geht. Ja, da schaut er das an. Ja, der ist super. Ich komme schon. Aber das Benehmen ist nicht entschuldbar. Nein, ich bin ja gerade. Nein, ich werde mir extra entschuldigen. Ich werde sie zum Hering einladen. Nein, ich werde mir entschuldigen. Ja, nein, ist nicht richtig. Ja, aber ich bin nicht schuldig, weil die Rechenmaschine ist die Rolle. Die hat das gewechselt drinnen. Und das war nicht meine Dings. Ja, die suchen sich schon, die Typen. Ich weiß, die sind gesucht. Was ich mache, wer sucht mit Interpol? Für Deko. Das ist auch das ich bin nur hier. Sie sind auch mit mir hier. Nein, nein, Pünktlichkeit ist wienerisch. Ja, nein, ich bin grundsätzlich pünktlich. Es hat mich sehr gefreut. Seien Sie mir nicht böse. Ja, aber ich kann ja nicht. Nein, man kann nicht über sein Schuh. Jetzt tut es mir abtatschen. Sie hat ja doch ein bisschen Sympathie für mich. Ja. Entschuldigen Sie bitte. Jetzt will ich mich offiziell bei den Leuten entschuldigen. Ja, das waren nicht mehr Schuld. Die haben die neue Kasserole gewechselt drinnen bei der Kasse. Ja. Ja? Ja, ich hab's gedacht. Was Bier? Ich hab's gedacht, ja. Wieso? Was Bier sind Sie? Ja? Ich hab's gedacht. Und ihr habt eine schöne Reise gemacht, gell? Richtig. Ja, wirklich. Gib mir gleich einen Bums. Ein kurzer Sprung über die Grenze. Das ist mein Verlobter. Wie lange kennt ihr euch beide schon? 10 Jahre. Zu lang. Nein, eigentlich 20 Jahre, aber 10 Jahre sind wir am 3. September zusammen. Wirklich. Das geht natürlich nicht auf. Ja, das klingt nicht aus der Serie aus. Ich muss Ihnen ein Bild zeigen. Aha. Das ist schön, gell? Das ist schön, ja. Mein Verlobungsbild. Ist das wahr? Das ist ein Bild. Dass man sagen kann, das ist wirklich nur ein Bild von dir. Das ist mein Verlobter und das bin ich. Da war ich leider Witwe. Ich war Witwe. Wieso? Ja, weil mein Mann hat sie umgebracht. Jetzt hat er erschossen mit einem Auto. Mein Mann hat Selbstmord gemacht mit so einer blöden Sau. Wirklich? Ja, ich sage das ganz ehrlich. Mein Mann hat Selbstmord gemacht mit einem blöden Weib. Sie sind eine Frau und ich bin auch eine Frau, ja? Aber mein Mann hat Selbstmord gemacht mit einem so einem blöden Weib. Glauben Sie es mir wirklich? Der hat sich erschossen. Er hat sich erschossen. Wie lange waren Sie mit ihm verheiratet? 13 Jahre. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich, Frau Spira, er hat mir mein Leben gerettet. Er hat mir wirklich mein Leben gerettet. Der Helmut. Ich meine, er heißt Helmut, ich heiße Angela. Ich habe mein Leben gerettet, wirklich, Frau Spira. Können Sie mir glauben, wirklich. Und ich bin so froh, dass ich ein bisschen mit Ihnen auch ein bisschen sprechen darf. Wir begrüßen das Fernsehteam vom ORF, das unerwünschlich bereits 14 Tage hier fehlt. Ganz zurückbleiben. Ich schon vorige Woche der Frau Spira gesagt, ich liebe Sie heiß. Aber nur, wenn ich sie sehe im Fernsehen. Nein, mich nicht, wirklich nicht. Und, was machen Sie heute? Ja, Ausflug machen wir, ne? Von wo, wohin? Von Hartberg. Vom Hartberg seid ihr, so weit her? Ja. Und wohin seid ihr gefahren? Da noch, Znaim, ne? Ah. Und hat es Ihnen gefallen in Znaim? Na ja, finde ich ein bisschen mehr
Banken und sein, da muss ich jeden Tag hinter mir niedersitzen. Aber das ist alles, das fehlt ein bisschen. Ne? Dann nehmen uns alles, die Politiker, ne? Dann nehmen wir alles. Wieso? Was nehmen wir schon noch? Schauen Sie mal. Die Sitzbänke? Wenn man schaut, die haben für den Kleinen nichts mehr über, gar nichts. Also ich bin früher 30 Jahre nach Wien gefahren, arbeiten, pendelt, der Benzin ist teurer geworden, empfohlen. Wo man hinschaut, wenn Arbeitnehmer so, die Politiker wissen nicht, wie es mit Geld umbrassen soll. Ne? Da können wir alle rausgeschmissen um die neue Regierung. Das war richtig. Und welche Regierung sollten sein? Ja, da können wir Anstrengungen aufgestellt. Nicht solche Kasperl und alle. Nicht. Und wo kriegt man die neue Regierung her? Ja, das sind schon Leute, die noch gescheitere sind. Aber heute haben wir noch was. Alles schaut, jeder Künstler kriegt einen Haufen Subventionen und der andere kriegt nichts. Ja, dann schauen wir sich richtig an, wenn man hinschaut. Wo ist. Jeder macht eine Ausstellung in der Galerie und alles klumpert und ist für nichts, für gar nichts. Da kann keiner runterbeißen. Nur den Untergring alle zahlt. Und wer zahlt das? Da haben wir Steuern zu holen, nicht? Arbeiten. Alles, was er gesagt hat, stimmt. Und Sie ärgern sich auch? Ja, ist alles. Und der österreichische Staat ist der letzte Staat, was es gibt. Der letzte? Und der letzte. Der letzte, wieso? Wieso? Ja, weil sie alles falsch machen derzeit. Stimmt. Was machen Sie denn alles falsch? Na, alles derzeit. Ich gehe nicht wählen. Und wenn ich wählen gehe, mache ich einen Kasperl hin. Die Politiker, die können alle ausgeschaltet. So wie es sind, schwarz, grün, rot oder blau. Das ist alles. Was haben die studiert? Schauen Sie mal, was die studieren. Die studieren 20 Jahre und sind gleich blöd wie am Anfang. Österreicher und du? Auch Österreicher. Tschechische Hubitschko-Busserl. Wiedersehen. Na jetzt, bitte. Komm her, bitte. Was habt ihr heute gemacht? Was wir gemacht haben, einen Ausflug gemacht. Wohin? Jaroslawice, Jaroslawice. Schloss Jaroslawice, haben wir gesehen? Das ist was Schönes. Seenreich, die Tschechei war auch gemütlich. Und was machst du noch da? Ja, da Frauen anschauen. Schöne Frauen. Gibt es hübsche Frauen da? Ja, freilich. Ja, hübsche Reihen sind da? Jawohl. Sehr schöne. Und wo sind die? Ja, überall. Ja, und treten Sie die Frauen auch an oder schauen Sie nur, nur zu? Nur schauen. Greifen darf man nicht. Darf man nicht? Nein. Haben Sie schon versucht? Nein. Wieso? Ich bin schwer verheiratet. Und Sie schauen sich auch gerne die schönen Frauen an wie Ihr Bruder? Na, sag ich nichts dazu. Wiederschauen. Willst du noch mehr wissen? Was ist er? Das geht oder? Ja. Wessen Idee war das, das erste Mal hier anzuleiten? Ihre oder seine? Seine. Da muss man ja schauen, wo ihre Lokale sind, einmal durchschauen, was da los ist. Das muss man ja nicht. Natürlich, ja. Die schönen Malen anschauen, ne? Nur geschaut. Die Frau denkt gleich nur immer schlecht, dass die wohin geht. Eine. Das ist das Einzige. Ja, wenn man in so ein Lokal geht, normalerweise. Geht ein Mann in so ein Lokal, dass er sich einen Mann kaufen kann? Das kann natürlich auch keiner nicht wahr sein, weil kann mich so auch hier sitzen und unterhalten. Naja. Hm. Ja, oder nicht? Wenn ich ein Mann war, ich gehe nur in so ein Lokal, dass ich mir
am Hall kaufen kann. Deswegen, ich muss ja nicht wegen einem Hall herfahren. Kann ich trinken. Kann auch gehen. Woran denken nur das Schlechteste? Die Frauen sind misstrauisch, gell? Ja, das stimmt. Nee, ich weiß nicht, ob es nicht da. Wenn ich nicht mitfahre. Aber was ich nicht sehe, was ich nicht weiß. Da hat man es ganz schlecht, dass die denken. Ich kann schon sehen, dass da einmal, wo wenn man schießt mit so einem Maul. Nein, das weiß ich nicht. Aber die zu ist und dann bist du wieder Luft für die. Was bei anderen nicht ist, ne? Wenn man so eine kennenlernt, weiß man nicht, wie lange es dauert, aber da weniger. Also Ihnen wäre auch lieber so. Hat man weniger, ja. Ja. Hat man weniger Angst. Ist das anders schon passiert? Hätten Sie Grund, Angst zu haben? Nein, ich glaube nicht. Das ist schon zu weit. Und früher, als er noch jung und resch war? Ja, ja, da war er ein Luftikus. War er früher so schlimm, hm? Mhm. Nur schlimm. Ziemlich. Franz war immer das Falsche. Ja? Ja. Was meinen Sie? Ein richtiger Luftikus. Ging schon wieder am Ausgang gesagt. Jetzt. Und früher? Da hat er alles probiert. Alles genossen. Die Zeiten sind vorbei. Jetzt kriegt er so keine mehr, ne? Wer schaut einem nach auf die Straßen oder so? Jetzt geht er halt in Lokale, ne? Wie lange seid ihr schon verheiratet? Über 20 Jahre. 10 ist bald. Aber ich bin ja jetzt schon gewöhnt, nicht? Was soll ich tun? Nach so vielen Jahren gewöhnt man sich an alles.